Tagesordnungspunkt 10.2, Aufwertung der beidseitigen Elbrad- und Wanderweges überschrieben. Ein Antrag, den die AfD-Fraktion eingereicht hat. Herr Laczynski zur Begründung. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, dass wir nach den Corona-Ausfällen unsere volle Aufmerksamkeit auf die Wiederbelebung unserer Wirtschaft und den Tourismus in Dresden lenken müssen, ist, denke ich, allen klar. Der Fahrradtourismus nimmt in Deutschland und Europa seit der flächendeckenden Einführung von Pedelecs und E-Bikes einen immer größeren Stellenwert ein. Insbesondere der Elberad und Wanderweg erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit bei Radtouristen. Mit diesem Antrag wollen wir die Tourismusbranche in Dresden zukünftig stärker von dieser Entwicklung partizipieren lassen. Wir sollten uns bemühen, diese neue Art von Tourismus besser für unsere Stadt zu erschließen. Mit diesem Informations- und Wegeleitsystem wollen wir erreichen, dass die Touristen, die mit dem Fahrrad an der Elbe entlangfahren, nicht mehr nur durch die Stadt Dresden durchfahren, sondern auch mal in Dresden anhalten, sich die ein oder andere Sehenswürdigkeit anschauen, etwas essen gehen oder sogar hier übernachten. Dieses geforderte Konzept soll das Interesse der Fahrradtouristen für bestimmte Orte, Gebäude und Einrichtungen in Dresden wecken. Nicht jeder Tourist plant seine Urlaubsreise im Vorfeld minutiös mit einem Reiseführer. Einige fahren auch einfach mal drauf los und lassen sich dann von dem leiten, was sie vor Ort sehen. Ich erlebe es ziemlich oft, dass beispielsweise am Kleinschachwitzer Ufer Radfahrer den Elberadweg entlangfahren, am Ufer das Schloss Pillnitz sehen und sich im Vorbeifahren fragen, was eigentlich das für ein Gebäude ist und diese Frage für sich nicht beantworten können. Genau für diese Touristen soll dieses Wegeleiten-Informationssystem konzipiert werden, um zu führen, zu informieren und so das Interesse für Dresden und seine Sehenswürdigkeiten zu wecken. Dieses Konzept soll eine sinnvolle Ergänzung zu dem ohnehin schon bereits in Erarbeitung befindlichen touristischen Wegeleitsystem in der Innenstadt sein. Insofern war die Anregung vollkommen richtig, dass diese beiden Konzepte in enger Abstimmung zueinander erarbeitet werden müssen, um so Redundanzen zu vermeiden. Deswegen haben wir diese Anregung auch mit in unserem Antrag aufgenommen. Im digitalen Zeitalter ist es natürlich nicht mehr nur damit getan, Schilder und Tafeln aufzustellen. Das war ja auch einer der Kritikpunkte am touristischen Leitbild in der Innenstadt. Das hier zu entwickelnde Angebot muss auch in digitaler Form zugänglich gemacht werden. Deshalb schlagen wir die Integration dieses Informations- und Wegeleitsystems in die Dresden-App vor. In der Hoffnung, dass hierdurch eine Win-Win-Situation entsteht. Das heißt, die App dank der neuen Features für mehr Nutzer attraktiv wird und die touristischen Ziele umgekehrt für die Nutzer der App besser publik gemacht werden. Bei der konkreten Platzierung und der Ausgestaltung des Wegeleit- und Informationssystems sollen jedenfalls die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte mit beteiligt werden. Das wurde von vielen Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten auch im Gremiendurchgang so betont. Da der Antrag auch dieser Forderung Rechnung trägt, hat die Mehrheit der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte mit ihrem Votum diesen Antrag auch unterstützt, einige sogar einstimmig. Insofern bitte ich Sie, unterstützen Sie auch diesen Antrag. Lassen Sie uns den Radtourismus für Dresden als neue Zielgruppe erschließen und mit diesem Konzept den ersten Schritt in diese Richtung machen. Vielen Dank. So, wird darüber hinaus das Wort gewünscht, weil Wortmeldungen sind mir nicht avisiert gewesen. Herr Kragen, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte ganz gerne noch auf eine Änderung oder Ergänzung hinweisen. Und zwar würden wir den Ausschussbericht ablehnen. Der lehnt ja den Antrag ab. Und für den Fall, dass diese Ablehnung eine Mehrheit bekommt, wird ja dann über den Ursprungsantrag abgestimmt. Und da würden wir ganz gern diese Ergänzung, die wir im Ausschuss aufgenommen haben, und zwar in Punkt 1, erneut als Ergänzungsantrag einbringen wollen. Das heißt, der im Ausschussbericht in der Zeile 2 fettgedruckte Ergänzung in Abstimmung mit dem zu erarbeitenden touristischen Leitbild. Diese Worte würden wir ganz gern im Punkt 1 wieder ergänzt haben wollen. Und dazu stelle ich einen entsprechenden Ergänzungsantrag für den Fall, dass wir erneut über den Ursprungsantrag abstimmen. Frau Krause, bitte schön. Sehr
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an der Stelle nur mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es bereits ein touristisches Wegeleitsystem gibt. Das finanziert der Freistaat, das wird auch aufgestellt. Und da ist zum Beispiel ein wichtiger touristischer Anknüpfungspunkt wie das Schloss Pillnitz selbstverständlich drin erwähnt. Außerdem gibt es auch die Konzeption, die in unserem eigenen Tourismusbereich erarbeitet wird. Und insofern halte ich den Antrag für komplett überflüssig. Und ich muss sagen, ich bin entsetzt, dass die CDU jetzt hier auch schon AfD-Anträgen zustimmt. Auf diesem Niveau. Ich sage es nochmal. Und die Touristinnen und Touristen in Dresden, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die fahren übrigens nicht nur auf dem Elberadweg, sondern die wollen auch andere Strecken nutzen. Naja, haben wir ja gesehen, was daraus dann werden soll. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann mehr die Abstimmungsreihenfolge so. Wir stimmen zunächst über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht ab. Sollte die Ablehnung des Ausschussberichtes keine Mehrheit haben, ist dann nochmal gestellt, der Antrag im Punkt 1 eine Ergänzung vorzunehmen zum Originalantrag, und dann wird man darüber dann die Schlussabstimmung machen. Also, wer dem ablehnenden Ausschussvotum zustimmt, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmmitteilung. ...32 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das abgelehnt. Jetzt der Ergänzungsantrag zum Antrag abzustimmen, nämlich die Einfügung im Punkt 1 in Abstimmung mit dem zu erarbeitenden touristischen Leitbild. Wer dieses hineinhaben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung. ...34 Ja, 31 Nein, eine Enthaltung, wäre so aufgenommen. Und dann kommen wir zur Schlussabstimmung. Wer dem Antrag so geändert zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Ohne Teilung. 34, 31, 1 wird damit angenommen. Damit setzen wir in der Tagesordnung fort mit 13.5 Sofortmaßnahmen. Also, Herr Nitsche, Geschäftsordnung. Ja, ganz kurz Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich habe aus fachlichen Gründen zugestimmt, und falls jemand wegen so einem Antrag die Nazikeule schwingen möchte, dann kann ich dem nur sagen, diese Nazikeule hat nicht mal die Kraft einer Luftpumpe. Vielen Dank.